Brahmanasana ist die zu Brahman gehörige Stellung, auch manchmal genannt als Stellung der Brahmanen oder auch die Stellung, in der Brahma, der Schöpfergott, gerne abgebildet wird. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Dann beuge ein Knie und gib den Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel. Gib die Hände auf den Boden, Handflächen auf den Boden, sitze gerade und schaue nach vorne. In dieser Stellung wird Brahma, der Schöpfer, manchmal dargestellt. Oft sitzt er auf einer Lotusblüte und der Fuß geht nach unten. Wenn du in dieser Stellung bist, dann stelle dir vor, du bist verbunden mit dem Unendlichen, dem Ewigen, und kreative Energie strömt in dich hinein.